Ah ja, Fackeln. Immer genug Fackeln dabei haben, solange wir keinen Lichtzauber haben. So, wie sieht das hier aus? Sieht okay aus. Was ist eigentlich da hinten? Das kann ich doch von hier aus einigermaßen sehen. Irgendein großer blauer Stein. Hm? So, jetzt können wir hier nochmal... Wow. Uns beißen lassen. Hallo Jungs. Wow, wieder hoch. Gut. Da das Fitzelchen noch erforschen. So. Und ja, wir müssen uns auf dem Grund ein bisschen genauer umsehen, dass wir nichts verpassen. So. Jetzt aber. Gut, jetzt bleibt nur noch das da oben und das Gebiet nach weiter. Nach weiter, wie das klingt. Boah. Hey Kumpel. Ich habe keinen Stress mit dir. Also lass mich bitte in Frieden. So, das Gebiet nach da. Jetzt muss ich kurz gucken, wo war die Leiter? Ach du meine Güte. Nein, das will ich gar nicht. Das finde ich nicht toll. Könntest du bitte da wegschwimmen? Und mich da hochlassen? Boah. Kletterst du hier hoch? Sieht nicht so aus. Ah. Gut, wir leben noch. Wir leben noch, aber unser Essen... Naja, wir haben noch einiges an Essen, aber wir sollten trotzdem nicht damit hier rum... Uah. Hilfe! Na? Wollt ihr mich veralbern? Ja, wollt ihr mich? Das finde ich nicht so toll. Noch ein Game Over. Okay, was lernen wir daraus? Vertraue keiner Knarre, die auf dem Altar liegt. Du löst damit nur eine Falle aus. Ah ja. Und nochmal das ganze Spielchen. Das kommt davon, wenn ich sage, ich speichere nur an den blauen Kristallen. Ich hätte vor dem Altar oder so speichern können, aber nein. Gut, jetzt neue Taktik. Ich erkunde jetzt in der Dunkelheit nochmal das Wasser und mit dem Power Gem. Und das ganze Zeug. Und dann gehen wir gucken, dass wir noch einen neuen Speicherkristall finden. Und uns nicht mehr auf solche verrückten Sachen einlassen. Also erstmal hier nach unten. Fackel ist natürlich ausgegangen. So, wir sind hier heil rausgekommen. So, kommen hier wieder in die frische Luft. Wir kriegen gerade so Schaden, während wir rausklettern. Das ist doch mies. So, hier rein, lang. Der Schildkröte hallo sagen. Ja. Leiter, Leiter, Leiter. Leiter. Falsche Richtung, falsche Richtung. Aua.
Okay. Ausruhen und heilen. So, es ist noch Nacht. Das heißt, du schreibst dir mal das Essen. Dein ganzes Heizzeug. Ist das da auch noch gleich so? Wenn ich wüsste, dass die Schildkröten direkt unter uns wären, dann würde ich auf sie draufspringen. Und ja, das dürfte immer noch gehen, auch wenn das im Wasser irgendwie komisch dann klingt. Hoch. So, hier ist das Zeug. Also einmal Tattered Cloak, einmal die Schutzhandschuhe. So, dann machen wir wieder das Wechsel-Dich-Spielchen. Essen können wir ruhig da reinpacken. Die sind übrigens beide noch ziemlich gut dabei, dafür, dass sie sich so weit hochheilen mussten. Aber du brauchst es dringend Essen. Und ja, ich hätte auch die Crossbow-Dinger gerne wieder. So. Du gibst die Fackeln mal zu ihr. Mal wieder. Ich habe jetzt den Power Gem ein. So. Gibst die Rüstung ab, nimmst die Handschuhe, ziehst die Rüstung an, packst die Fackeln da rein. Ja, das Spiel hatten wir schon mal. So. Okay, gut. Pflanzen sehen okay aus. Ihr Essen sieht etwas, naja, aus. Kriegt sie was am Stock? Die sind schon einigermaßen wieder hochgeheilt. So. Hier genau sind die Crossbow-Bolzen. So. Und hier müsste auch wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Und läuft eigentlich die Zeit in der Karte mit? Was wäre dann unangenehm? Da muss ich nämlich immer gucken, wie ich da hinlaufen muss. Wa. So, ich hätte gern noch das Kraut. Jedes Mana-Kraut zählt. Und dann möchte ich die Leiter da hinten hoch. Ganz, ganz schnell. Wow. Ah. Rasten und mich dann am Tage umgucken. Bitte. Genau, danke. Also das erste ist, diese Waffe meiden wir erst einmal. Gucken hier. Mind and Matter. Okay, mal wieder so eine Rätsel-Nexus, wenn ich das richtig sehe. Und ein Weg zurück. Ein Pilz. Eine Abkürzung. Ah, und eine Hut. Wow. Ich habe nicht so das Gefühl, dass du von dort verschwinden willst. Das ist nicht so toll. Weapon Jam. Kann ich dich vergiften? Okay, sie ist nicht mehr ganz so gefährlich, wie sie mal war. Und ja, ich kann sie vergiften. Ja, das Gift tickert sogar ganz gut. Kann ich dich einschläfern? Schläfst du oder was machst du da? Ja. Okay, das ist nicht gerade viel Schaden, den sie verursacht. Deswegen, ich hätte nichts sagen sollen. Ich bin vergiftet. Und sollte den Tethered Cloak mal anziehen und kurz rasten. So, dann geht nämlich das Gift schneller weg. So, was hast du uns zu sagen?
Oh, es tut mir leid. Ich hoffe, dass meine kleine Falle nur ein paar eurer Knochen gebrochen hat und ihr immer noch in der Lage seid, eure Reise fortzuführen. Der Meister der Insel. Wie freundlich. Hat das jetzt irgendwas gebracht, außer dass wir jetzt hier zurücklatschen können? Vielleicht ein paar Erfahrungspunkte abgestaubt haben. Und sorry Leute, ich will irgendwie jetzt nichts riskieren. Ich gehe noch mal kurz zurück. Aber dieses Mal nehme ich den Speicherkristall unten in den Katakomben. Auch wenn das ein kurzer Umweg bedeutet, aber der ist ja eigentlich gar nicht mal so weit weg. Der Speicherpunkt. Der ist nämlich gleich hier. So, da müssen wir nicht nochmal die ganze Küste entlang laufen. So, kurz Licht anmachen. Der ist nämlich gleich hier um die Ecke. Zu sehen, genau. LP020 sind wir schon. So, speichern. So, und jetzt können wir uns beruhigten Herzens wieder auf den Weg machen. So, hier nach oben. Und da drüben rum und dann geht's zurück zu dem See. Beziehungsweise zu dem Fluss. Und ja, ich habe auf der anderen Seite von dem Rätselding auch noch was gesehen. Nämlich eine Truhe eigentlich. Und eigentlich war ich der Meinung, dass hier noch Quauwurns rumgeistern. Also ja, wir müssen auf jeden Fall schon mal nicht mehr den Weg durch den Fluss nehmen. Und da ist das, sehe ich gerade, ist das Ladebildschirm. Der Ladebildschirm. Also der Schlüssel aus dem Ladebildschirm. Oder das Symbol halt. So, jetzt würde ich aber mich gerne trotzdem nochmal hier umsehen. Das Ding können wir nicht drücken. Hier ist auch nicht unbedingt irgendwas. Habe ich jetzt irgendwie den falschen Weg gefunden? Au. Ja, nochmal kurz rasten. Aua. Nochmal rasten. Oh. Sag bloß, das ist jetzt da einfach aufgegangen. Ja, ist es. Ja. Aber hier ist sonst nichts. Gut. Laden. Das spart nämlich jetzt die Zeit, da einfach zurückzulatschen. So, und hier wieder raus. Ah, hier lang. So, und hier hoch. Und da sind wir draußen. Du kannst das mal wegstecken. Und ja, durch den Fluss haben wir einfach bloß dieses garstige Ding übersprungen. Okay, jetzt habe ich es kapiert.
auf die schmerzhafte Weise. Also Leute, macht das bloß nicht nach.